Die menschlichen Füße. Du weißt schon, die Dinger am Ende deiner Beine, die im Sommer manchmal ein bisschen müffeln, die sind dafür da, um unseren aufrechten Gang zu stützen. Deshalb sind die Knochen und Bänder in ihnen auch ziemlich steif. Aber manche Menschen haben schlaffere Füße, die sie wahrscheinlich noch von unseren Vorfahren haben. Eine Studie an fast 400 Menschen hat gezeigt, dass etwa einer von 13 Menschen solche Füße hat. Primaten nutzen ihre Füße so wie wir unsere Hände, damit sie leichter auf Bäume klettern können. Mit diesen schlaffen Füßen geht es also einfacher. Aber auch Menschen, die vor 2 Millionen Jahren lebten, hatten diese Füße. In der Wissenschaft glaubt man, dass die Untersuchung von Menschen mit dieser seltenen Knochenstruktur dazu beiträgt, zu verstehen, wie die ersten Menschen damals gelaufen sind und inwieweit sie ihnen beim Klettern geholfen haben. Unsere Größe, Körperform und unsere Hautfarbe hängen stark davon ab, wo unsere Vorfahren gelebt haben. Aber wir können uns auch innerhalb unseres eigenen Lebens an neue Bedingungen anpassen. Wenn du zum Beispiel vom Flachland in die Berge ziehst, entwickelst du irgendwann mehr rote Blutkörperchen, um den Sauerstoffmangel auszugleichen. Und wenn du von einem kälteren Klima in ein wärmeres und sonnigeres umziehst, wird sich deine Haut pigmentieren, um sich anzupassen. Ein zweites Paar Arme wäre in vielen Situationen sehr nützlich, aber auch ein zusätzliches Paar Finger könnte hilfreich sein. Und ungefähr einer von 500 Menschen kommt mit 6 Fingern an der Hand zur Welt. In den meisten Fällen werden die zusätzlichen Finger aber als nutzlos angesehen und entfernt. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass diejenigen, die sie behalten haben, alltägliche Dinge mit nur einer Hand erledigen können, wie das Binden der Schnürsenkel oder das Spielen von Videospielen mit Gamepads. Okay, wie viele Finger halte ich hoch? Etwa einer von 25.000 Menschen kommt mit einem Daumen auf die Welt, der 3 statt der üblichen 2 Fingerglieder hat. Und wenn dies in Kombination mit 6 Fingern auftritt, was übrigens gar nicht so selten ist, wirkt die Hand noch unnatürlicher. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn manche Handlungen lassen sich mit einem Daumen, der ein zusätzliches Fingerglied hat, sogar leichter ausführen. Da staunen die anderen nicht schlecht. Lange Zeit ging man davon aus, dass wir Menschen mehr als 10.000 Gerüche unterscheiden können. Eine Studie, die vor kurzem durchgeführt wurde, zeigte aber nun, dass wir mehr als 1 Billion Gerüche unterscheiden können. Wir erinnern uns auch besser an Gerüche als an irgendetwas anderes. Gerüche können sogar ferne Erinnerungen wachrufen, wie an Opa und die großen Grillpartys, als du noch ein Kind warst. Wir können versehentlich verschluckte kleine Gegenstände wie Plastikartikel, Glas, Münzen und andere kleine Gegenstände verdauen. Sie bahnen sich innerhalb von 48 Stunden ihren Weg durch den Verdauungstrakt. Vielleicht hast du schon mal von dem Mann gehört, der ein ganzes Flugzeug aufgegessen hat. Er hat dafür zwar Jahre gebraucht, aber seine Metallmahlzeiten hat er ohne Probleme aufgegessen. Mit was hat der Typ eigentlich seine Zähne geputzt? Eine Stahlbürste? Jeder Mensch hat seinen eigenen Geruch, der nicht mit dem eines anderen verwechselt werden kann. So läuft das auch bei Tieren ab. Sie erschnüffeln Mitglieder ihres Rudels und erkennen fremde Tiere. Wenn du einen eineigen Zwilling hast, dann riecht ihr beide fast identisch. Ja, das wurde wissenschaftlich bestätigt. Der Körpergeruch von eineigen Zwillingen ist sich 10-mal ähnlicher als der von nicht verwandten Leuten. Aber ein gut trainierter Hund kann euch trotzdem durch Beschnuppern auseinanderhalten. Okay, die meisten von uns haben 3 Arten von Zapfen in den Augen, mit denen wir Millionen von Farben sehen können. Frauen nehmen in der Regel mehr Schattierungen wahr, aber manchmal sehen sie so viel mehr, dass sie quasi unfähig sind, den Unterschied zu begreifen. Das liegt an einem 4. Zapfen in ihren Augen, der ihre Sehkraft um das 100-fache erhöht. Die Zahl der Frauen, die mit diesem zusätzlichen Zapfen geboren werden, liegt bei 12%. Aber nur wenige von ihnen können ihn auch tatsächlich nutzen, denn in den meisten Fällen bleibt er inaktiv. Stell dir vor, du fällst vom Dach eines 10-stöckigen Gebäudes und kommst mit ein paar blauen Flecken und Kratzern davon, also keine Knochenbrüche. Eine solche genetische Anomalie wurde 1994 entdeckt und hängt mit dem LRP5-Gen zusammen. Es sorgt dafür, dass die Knochen eines Menschen etwa 8-mal dichter sind als normal, was sie quasi unzerstörbar macht. Es gibt sogar eine ganze Familie in Connecticut, die diese Mutation hat. Alle 20 Familienmitglieder haben außerordentlich dichte Knochen. Sie haben Blutproben der Familie untersucht und man kam zu dem Schluss, dass sie die stärksten Skelette der Welt haben.
Viele Leute denken, dass die Kinnspalte ein Zeichen für einen starken und unabhängigen Charakter ist. Aber in Wirklichkeit handelt es sich nur um eine Genmutation, die entsteht, wenn die Knochen oder Muskeln des Unterkiefers während der Entwicklung im Mutterleib nicht vollständig miteinander verschmelzen. Genau wie viele andere Anomalien ist auch diese erblich. Das heißt, du kannst deinen Eltern die Schuld dafür geben. Wenn eine Person eine Kinnspalte hat, bedeutet das aber nicht unbedingt, dass auch die Nachkommen diese haben werden. Denn Umweltfaktoren im Mutterleib können dies verhindern. Oder das Vorhandensein von Modifikatorgenen. Das sind Gene, die andere Gene beeinflussen. Es gibt keine zwei identischen Gehirne auf der Welt. Die Struktur des Gehirns hängt in hohem Maße von den Bedingungen ab, unter denen es sich entwickelt und heranwächst. Auf biologischer Ebene sind sie etwas Individuelles. Und genau wie deine Finger hat auch deine Zunge einen einzigartigen Abdruck, der mit keinem anderen auf der Welt übereinstimmt. Nein, wir vergleichen jetzt nicht unsere Zungen. Ein weniger beeindruckender, aber nicht weniger seltener Zustand ist die sogenannte Doppelkrone. Damit meine ich zwei Haarwirbel auf dem Kopf. Ein Wirbel ist der Teil deines Haares, der sich spiralförmig nach oben zieht. Wenn du kurzes Haar hast, ist er kaum zu übersehen, vor allem, weil er am schwersten zu glätten ist. Gängig ist bei Menschen ein Wirbel, aber es gibt auch Leute, die zwei Wirbel haben und damit das doppelte Problem beim Glätten. Manche glauben ja, dass ein doppelter Wirbel ein Zeichen von Glück oder von hoher Intelligenz ist. Ich habe übrigens 5 Wirbel. Kennst du das? Du schaust nach dem Aufstehen in den Spiegel und bist frustriert, weil dir die Haare zu Berge stehen. Und jetzt stell dir mal vor, dass du diesen zerzausten Look für immer hast und nichts dagegen tun kannst. Das nennt man das unbändiges Haarsyndrom. Deine Haare stehen immer in alle Richtungen ab und kein noch so guter Haarglätter oder Haargel kann sie bändigen. Bei der Heterochromie haben deine Augen 2 verschiedene Farben. Zum Beispiel ein haselnussbraunes und ein blaues Auge. Das hat mit dem Melaninspiegel in deinem Körper zu tun. Ein Pigment, das die Farbe deiner Haut, deiner Haare und eben auch deine Augen beeinflusst. Es gibt auch eine partielle Heterochromie, bei der nur ein Teil deines Auges anders gefärbt ist. Bei Menschen kommt sie nicht so oft vor, aber ich wette, du hast sie schon bei Hunden gesehen, vor allem bei Huskies. Diese Rasse hat eine natürliche Veranlagung dafür und es sieht super cool aus. Die wohl seltenste genetische Veranlagung ist das sogenannte goldene Blut. Es ist für Millionen von Menschen ein Lebensretter, aber es gibt nur 40 bekannte Träger dieser Blutgruppe auf der ganzen Welt. Sie haben keine Rhesusblutkörperchen-Antigene, was bedeutet, dass man jedem ihr Blut per Transfusion verabreichen kann. Selbst Menschen mit extrem seltenen Blutgruppen. Natürlich hat ihr Blut keine goldene Farbe, aber es ist sicherlich mehr wert als Gold. Lege deinen Arm mit der Handfläche nach oben auf einen Tisch und bring deinen kleinen Finger und deinen Daumen zusammen. Schau dir jetzt dein Handgelenk an. Siehst du dort einen Muskel, der sich unter deiner Haut anspannt? Falls nicht, ist das in Ordnung. Das bedeutet nur, dass du zu den 10% der Menschen gehörst, die keinen Palmaris longus haben. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass dieser Muskel bei unseren Vorfahren für das Hängen und Greifen wichtig war. Bei uns, modernen Menschen, hat er aber keinen Nutzen mehr, sodass er sich im Laufe der Zeit zurückentwickelt hat. Etwa 0,5 bis 1% der Menschen auf der Welt haben ein Loch neben den Ohren, das aber keinen Zweck erfüllt. Es ist also ziemlich nutzlos, aber nicht gefährlich. Es wird als Überbleibsel gedeutet, denn unsere Vorfahren hatten früher Kiemen. Schätzungen zufolge können nur etwa 6% der Weltbevölkerung einen Zauberwürfel lösen. Es ist eine Fähigkeit wie jede andere, aber viele von uns müssen sie erst mühsam lernen. Entweder indem wir uns Tutorials im Internet anschauen oder jemanden um Hilfe bitten. Übrigens, nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen kann ihn lösen, ohne es gelernt zu haben. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, bist du ein wirklich seltener Typ. Überrascht, die Augenbrauen hochzuziehen, ist keine Seltenheit. Und nur eine hochzuziehen, um Skepsis auszudrücken, ist auch nicht selten. Aber das klappt nicht mit beiden Augenbrauen gleichermaßen gut, stimmt's? Wenn du diesen Trick mit beiden Augenbrauen beherrschst, bist du wirklich einzigartig. Aber da deine Augenbrauen von Muskeln gesteuert werden, kannst du trainieren, eine von beiden nach Belieben hochzuziehen. Aber das braucht Zeit und bewusste Anstrengung.
Mit dem Bewegen der Ohren ist es ähnlich. Nicht viele Menschen können das und noch weniger können nur mit einem Ohr wackeln. Das ist eine uralte Fähigkeit, die auf unsere Vorfahren, die Primaten, zurückgeht. Sie benutzten ihre Ohren, um die Umgebung zu kontrollieren. Wie das geht, kannst du bei den meisten Säugetieren beobachten. Die meisten Leute sind Rechtshänder. Wenn du also Linkshänder bist, gehörst du zur Minderheit. Aber das ist keine große Sache. Bemerkenswert wird es erst, wenn du beidhändig bist. Nur etwa 1% der Weltbevölkerung kann beide Hände gleich gut benutzen. Sie können also ohne Probleme einen Löffel halten, in der Nase bohren oder in ihr Notizbuch schreiben und dabei die Hand wechseln, wie es ihnen gefällt. Abgefahren!